Hast du schon gehört? Rapper Bösemann hatte einen schweren Autounfall. Ist ein Autounfall gewesen. Mein Schädel hat auch ein bisschen was abbekommen. Den Unterschenkel sozusagen mit Fuß an zwei Stellen gebrochen. Starkregen rund um Stuttgart. Bösemann war mit einem Buddy unterwegs, als es zu dem Autounfall kam. Ich krabbel so aus dem Auto raus, voll Blut überströmt, weil mein Kopf hat auch ein bisschen was abgekriegt. Und guck mir meinen Fuß an, Bro. Voll so auf der Seite geknickt, Alter. Shit, ja, Mann. Und dann packe ich meinen Fuß und bitte wieder gerade, schlepp mich in so eine Unterdachung und stehe da rum wie Falschgeld. Aber nicht nur Bösemann war verletzt, auch sein Kumpel, der mit in dem Wagen saß. Der andere ist dann auch wieder zu sich gekommen, dem geht's Gott sei Dank besser. Der hat nicht so viel abgekriegt. Durch den Aufprall war der halt kurz weg, hier im Kopf am Dings. Keiner angeschnallt gewesen. Eine stationäre Behandlung lehnte Bösemann ab. Nächste Woche wird mein Bein operiert. Das ist nichts für schwache Nerven. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.